Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von 7 Tage Poker. Ich habe mich heute in einem wundervollen Park zurückgezogen und auch Arvid Klöhn sitzt auf seiner Terrasse im noch immer Schwarzwald. Nein, jetzt in der Nähe von Cottbus angekommen, also fast wieder in Berlin. Du bist eigentlich nur unterwegs, gell? Ja, nur unterwegs, aber ja. Jetzt die nächsten Wochen dann erstmal nicht mehr. Ja, die werden auch anstrengend mit Vegas. Aber lass uns doch gleich über die WSOP reden. Bitte. Ne? Fangen wir doch an gleich mit dem 10K Event Nummer 2. Ja, das ist das Team-Event gewesen und da haben wir, ich sag's jetzt einfach mal so, den ersten deutschsprachigen Erfolg gehabt. Wenn auch geteilt und wenn auch unter russischer Flagge, aber der Igor Koganov und die Liv Bore haben das Turnier gewonnen. Erstes Bracelet für die beiden so zusammen. Coole Sache, cooles Turnier. Ist erstmals in dieser Form mit diesen Bayern so ausgetragen worden. Durchaus ein cooler Erfolg. Nennenswert wahrscheinlich auch das neunte und noch immer im Geld ist Fast, Dietrich und Schwippert. Ja, das ist halt dann das echte deutsch-österreichische Team dabei. Ja, absolut. Auch noch sehr schön und erwähnenswert wäre, dass die Hälfte des Gewinnes von Bore und Koganov an REC gespendet wurde. Ja, das ist eine coole Sache. Also zumal es ist für die halt ein echt hoher Betrag. Also das ist jetzt nicht so, dass sich Gila Liberté hinsetzt und sagt, okay, ich spende mal ein paar 10.000, sondern für die beiden ist das halt auch noch richtig Geld, was die da abdrücken. Also von daher ist es ihnen wirklich hoch anzurechnen. Ich glaube, für uns etwas Geld auch. Ja. So. 300.000. Ah ja, genau. Genau. Ich habe irgendwo gelesen, dass Koganov eigentlich die meiste Zeit selbst gespielt hat und Bore eigentlich nur gespielt hat, wenn er auf dem Klo war, weil er so viel Kaffee getrunken hatte. Ja, wenn das die Regeln des Events so zulassen, dann passiert das natürlich. Was ist glaube ich, auch völlig in Ordnung. Du kannst bei so einem Event nicht zu krasse Regeln auflegen, weil dann einfach nimmst du die Spieler dadurch weg. Und das ist dann auch klar, dass Liv Bore ist eine gute Spielerin, ohne Frage, aber ich glaube, Igor Koganov ist ein kleinen Mühe besser als sie und dann spielt er natürlich einen Großteil der Zeit, also von daher ganz, ganz normal, dass genau das dann passiert. Mhm. Gut, der Deutsch-Russe, der Beute-Deutsche, Igor Koganov, ich muss dazu sagen, er spielt unter russischer Fahne auf in Vegas. Ja, klar, das ist glaube ich auch so ein bisschen Verpflichtung für ihn, weil er ist halt russischer Pokerstars-Pro, dass das so ein bisschen da auf dieser Schiene läuft. Gibt es Pokerstars in Russland eigentlich noch so richtig? Ja, noch gibt es das. In welcher Form und für wie lange, das steht auf einem anderen Blatt, aber im Moment. Auch da ist es wieder so, wie sinnvoll ist es nachher Koganov für Russland? Also er wird als Deutscher gehandelt, ab sofort. Machen wir weiter. Es gab ja nicht nur das 10K Team Event, sondern es gab noch einige mehr auch noch. Ja, sprechen wir einfach mal über das teuerste Event. Das war das OneDrop. Das hatte gleich 111K gekostet. War dann damit das teuerste WSOP-Event, was dieses Jahr ansteht. Leider weniger Entries als im Vorjahr. 130 waren es dieses Jahr. Letztes Jahr waren es, ich glaube, 8 mehr. Trotzdem, die Zahl ist ordentlich. Wobei, ich hätte damit gerechnet, dadurch, dass das Event direkt im Anschluss an die ganzen Aria-High-Roller stattfindet, dass es deswegen mehr Spieler anzieht. War jetzt leider nicht der Fall. Aber trotzdem, 130 ist eine echt hohe Hausnummer dafür, dass die Leute eben nicht nur die 100.000 Dollar Buy-in zahlen, sondern eben auch noch 11.000 Dollar Spendenbeitrag. Also das ist schon eine ordentliche Sache. Und ja, der Sieger ist halt auch cool, der Douglas Pook. Der hat, wie viel hat er mitgenommen? 3,7 Millionen, sein drittes Bracelet. Mhm. Und er ist natürlich halt ein richtig cooles Aushängeschild für Poker, weil er das eben auch auf YouTube vermarktet. Er ist halt ein relativ bunter Hund. Also von daher, das ist gut, dass er es gewonnen hat. Hat das eine Breitenwirksamkeit? In Wahrheit interessiert es eigentlich nur die Pokerspieler selber, oder? Nochmal, du begeisterst über so jemanden wie Douglas Pook oder eben auch Daniel Garno eher Leute, weil die sind auf Reddit aktiv, die sind auf Twitch aktiv, die sind auf YouTube aktiv, das sind einfach Namen. Und insofern ist das wirklich hilfreich, wenn die es sind, die dann gewinnen und eben nicht irgendwelche No-Names, die einfach nur GTO spielen. Mhm. Bei dem Event ist übrigens Rainer Kempe Siebter geworden, auch da Gratulation, ist eine Leistung. Ja. So, und dann haben wir das größte Turnier des Jahres bisher wahrscheinlich, oder? Das ist das drittgrößte jemals ausgetragene Live-Turnier. Dann wird es wahrscheinlich das größte des Jahres auch sein. Ich nehme jetzt aber die Sonnenbrille ab, sonst bin ich entweder blind oder lässig, gell?
So, Es war jetzt geht's los. das Colossus 3. Das hatte 18.054 Entries angezogen. War halt ein riesengroßes Turnier wieder. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, eine ganze Spur kleiner als in den Jahren zuvor, weil sowohl das 1- als auch 2er-Event haben über 20.000 Entries angezogen. 18.000 ist auch noch eine richtige Hausnummer. 565 hat es gekostet, hatte halt mehrere Starttage und die Idee war halt, dass die Spieler so häufig wie möglich irgendwie Re-Entries vornehmen. So kommt man auf diese bombastischen Zahlen, aber trotzdem, es hat auch in absoluten Zahlen extrem viele Einzelspieler angezogen. Wurde viel, viel Preisgeld ausgespielt. Der Thomas Campino, der es gewonnen hat, hat 1 Million Dollar mitgenommen. Das halt aus 565 zu machen, das ist eine echt coole Sache. Also, ja, haben wir schon ein paar richtig große Doch, Ausnahmen bei der WSOP jetzt wissen gehabt, bloß. gleich in den ersten 1,5 Wochen. Easy Bojang ist 65. geworden beim gleichen Turnier. Ja. Und zweitbester Sebastian Pauli auf Platz 70. Ist das schon eine Leistung, oder? Von 18.000 Menschen 65. Das zu ist schon werden. eine richtig gute Leistung, ja. Aber der Platz hat jetzt viel Zeit. Ich glaube, das waren so 6.000 Ja, oder das ist so. bei diesen Turnieren, das ist dann auch noch alles relativ toplastig, das ist klar. Aber ja, wenn jemand es schafft, bei solchen Turnieren 65er zu werden, dann ist das genau Ismail Boyan. Easy Bojang. Gut, der Pomponi, wie heißt der? Pomponio hat mit diesem Colossus-Sieg nämlich auch die Führung in der Play-of-the-Year-Wertung übernommen, was aber so früh am Anfang nicht sehr viel Richtig. aussagen wird. Ne? Ist egal. So, kommen wir zum nächsten Event und zwar war das. Das Was ist denn das nächste lustige Event? Das Omaha. Omaha 8 können wir kurz erwähnen, dass Daniel Graziano dort Zweiter geworden ist. Der hatte vor der WSOP eine Wette angeboten, zwar nicht sehr viel Einsatz, allerdings 1 zu 1, dass er drei Bracelets gewinnt. Das ist natürlich absurd. Aber er war jetzt ganz kurz davor, gleich das erste klar zu machen. Der Ape Mosseri hat es ihm dann weggeschnappt. Aber ja, Platz 2 in einem 10K-Turnier zu werden, gleich ganz am Anfang, schon eine richtig coole Leistung. Und er ist halt auch genau der richtige Typ, um Poker ein bisschen, ich sag mal, voranzubringen. Oder es ist gut für Poker, dass er dort den zweiten Platz belegt hat und das ein bisschen verkaufen kann. Ich glaube, sind bei seiner Projektwette ein paar schon nervös waren. Nee, er hatte da, glaube ich, auch nur, das war eher ein Witz, er hat um Peanuts gewettet. Aber ja, das ist, warum willst du nervös sein, Also wenn du da auf die eins großen abgesetzt hast? Millionenwetten so mit 1 zu 3 oder so, das gibt es nicht mehr. Nein, es war ja letztes Jahr die Sache mit Jason Mercier und Vanessa selbst, wo es, ich glaube, 1 zu 180 oder 1 zu 200 war, wo es auch um drei Bracelets geht. Und da wirst du natürlich nervös, wenn das zweite Bracelet dann schon eingefahren wurde, weil dann steht auf einmal richtig viel Geld drauf, aber ist jetzt hier nicht der Fall. Da ging es halt echt nur um Peanuts und um den Witz an der Sache. Was noch aufgefallen ist, also was das Gesprächsthema, glaube ich, der WSOP bisher war, beim kleinen Team-Event hat es das Dream-Team gegeben, oder? Das Dream Team, Howard Lederer, Chris Ferguson und Andy Bloch. Ja, So ist es. einmal das die Full Tilt Disaster Crew wieder zusammen, also nach vor allen Dingen Lederer und Ferguson. Ja, die haben mitgespielt, aber ich glaube, sehr weit gekommen sind sie am Ende nicht. Ja, was willst du machen? Die Leute spielen halt mit, ob man das mag oder nicht. Ich weiß, dass es relativ harsche Animositäten seitens vieler Pokerspieler immer noch gibt, vor allen Dingen gegenüber Chris Ferguson und Howard Lederer, weil da einfach denen sehr viel Verantwortung bei der Full-Tilt-Sache, wo so viele Spieler auf so viel Geld geprellt wurden, nachgesagt wird. Ich glaube auch zu Recht. Aber man kann diese Spieler nicht ausschließen und sie spielen halt mit und ja, man muss mit ihnen halt irgendwie umgehen. Die WSOP erlaubt auch nicht, dass man diese Spieler da beliebig hackelt. Man muss sie halt spielen lassen. Ja, das passiert eben auch. Man geht professionell damit um. Das ist auch gut so. Ja, aber es dürfte Ihnen vor Ort auch nicht sehr viel passiert sein. Eine ältere Dame hat ein Selfie mit Lederer gemacht. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich ein bisschen lauter geworden ist, lauter geworden ist, warum nicht, war es eigentlich auf Twitter. Ja. Oder eigentlich war es viel mehr Verwunderung. Ich glaube, es war weniger Gram, der da über Twitter vermittelt wurde. Es war viel mehr Verwunderung über die. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Jungs so antreten. Also Chris Ferguson war letztes Jahr auch in einem Turnier sehr, sehr deep und saß am Final Table. Und da gab es eben auch Pfiffe von den Seitenlinien. Aber das ist halt normal. So ist das, wenn Leute da sind, die andere Spieler um zigtausend oder gar Millionen geprellt haben. Oder die Ja, dafür eine Mitverantwortung tragen, um es so zu sagen. aber sonst kommt dann gleich der Rechtsanwalt, wenn man das sagt, glaube ich. Ich hoffe, dass wir nächste Woche dann mehr
coole deutsche Ergebnisse haben. Das ist ja wirklich viele Europäer dürften nicht dort sein, weil bei Event Nummer 4 zum Beispiel waren 136 bezahlte Plätze und davon waren genau 3 Europäer dabei. 2 Franzosen und ein Tscheche. Ja, schreiende Kinder. Das ist in den ersten Wochen der WSOP so, weil die meisten Leute kommen halt über den Teich dann eben nicht für 6, 8 Wochen, sondern eben nur für 1, 2 oder maximal 3 und die nehmen dann eben die Woche, wo das Main Event drin ist. Und diese Woche ist halt eben am Ende. Also von daher, es ist jetzt nicht verwunderlich, dass wir am Anfang noch relativ wenig europäische oder auch deutsche Ergebnisse haben. Wobei, ja, Kurganov, wir haben halt ein halbes deutsches Bracelet mindestens schon in der Tasche. Nein, das leider Gottes in der Rangliste steht es unter Russisch drinnen. Bleiben wir doch gleich bei Kurganov und Pokerstars, oder? Ja, springen wir zu Pokerstars. Dort sind die Server wieder mal in die Knie gegangen. Ja, das war jetzt das dritte Mal innerhalb eines Monats, dass mehrere Turniere abgesagt werden mussten, weil die Server nicht funktionierten. Wir hatten darüber gesprochen, weil der Scoop, da sind mehrere Scoop-Turniere ausgefallen. Jetzt hat es diesen Sonntag fast alle großen Sonntagsturniere erwischt, weil PokerStars komplett abgeraucht ist. Und ja, es ist dann halt das passiert, was eben passiert in solchen Fällen. Die Turniere werden irgendwann alle angehalten und es wird dann über den Roll Forward oder den Roll Back werden alle Spieler ausgezahlt. Das ist halt echt nicht gut für PokerStars, dass das innerhalb so kurzer Zeit so häufig passiert. Ist nicht ganz klar, wo der Fehler überhaupt liegt. PokerStars selbst sagt, okay, es ist jedes Mal bei jedem Ausfall steckt was anderes dahinter und man versucht das technische Problem zu beheben. Ich vermute, dass es sich hierbei um DDoS-Attacken handelt. Allerdings wissen weiß ich es nicht. Es ist auf alle Fälle etwas, was nicht gut ist, weil du hast jetzt sowieso im Sommer relativ wenige Spieler auf PokerStars. Es ist schwierig, die Garantien zu erreichen. Sie haben die Garantien runtergesetzt, teilweise Turniere auf Re-Entries gestellt, damit sie das noch schaffen. Und dann, wenn jetzt innerhalb so kurzer Zeit mehrfach die Server ausfallen und das Ganze dann auch zu Betrug einlädt, das hilft nicht wirklich der Kredibilität dieser Seite, die sowieso gerade mit Kredibilität zu kämpfen hat. Und vielleicht ganz kurz auf den Betrug eingehend. Wir hatten das, glaube ich, erwähnt, als wir über die Scoop-Ausfälle gesprochen hatten, dass es dort relativ laute Kritik gibt, wie PokerStars umgeht mit abgebrochenen Turnieren. Wobei es gibt nicht wirklich nur bedingt viel, was man dagegen tun kann. Punkt ist, wenn du siehst, PokerStars fängt an zu hängen, dann kannst du dich einfach in alle möglichen Turniere einkaufen, noch schnell, in der Hoffnung, dass PokerStars tatsächlich hängen bleibt und die Turniere ausgezahlt werden. Weil was passiert ist, es wird dann einfach, wenn du im Turnier bist und es ist noch nicht das Preisgeld erreicht, dann wird einfach das Gesamtpreisgeld durch die Spieler alle einmal gleich geteilt und so wird dann ausgezahlt. Es sind natürlich ein paar Spieler schon ausgeschieden und das Geld von denen kriegt man dann quasi einfach. Also man kann sich einkaufen und hat einen Instant-ROI von, weiß ich nicht, 10-30%, je nachdem, wie viele Spieler ausgeschieden sind. Und das sah auch so aus, als würde das dieses Wochenende tatsächlich passiert sein, dass viele Spieler genau das genutzt haben. Weil da waren einige Turniere, die innerhalb kürzester Zeit zig Prozent Spielerzahlen gewonnen haben, während die Turniere eigentlich nicht mehr stattfanden, weil sie hingen. Also sieht nicht gut aus. Da sollte PokerStars ganz dringend was dran tun, damit das in Zukunft so nicht weiter passiert. Hat sich PokerStars irgendwie geäußert, was der Grund für die Serverausfälle sind? Nein, wäre auch blöd. Also das ist da, klar, wenn sie dann irgendwann wissen, was der Grund ist und sie absolut sicher sind, dass sie das hundertprozentig verhindern können, dann werden sie es sagen. Aber sie werden jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine DDoS-Attacke aus, weiß ich nicht, Minsk erhalten oder so. Also man muss den Leuten, die da angreifen, dann nicht auch noch Hinweise geben, was man über sie weiß. So, ich bin von den schreienden Kindern geflüchtet. PokerStars ist abgeschlossen. Alles gesagt zu PokerStars? Ich denke ja. Hoffen wir mal, dass sie sich auf die Reihe bekommen. Ja. Zwei Dinge dürften bei Party Poker sicher sein. Das ist das Buy-in und das Overlay und auch diesmal wieder im tschechischen Grenzgebiet, oder? Diesmal im tschechischen Grenzgebiet, im Kings Casino. Das erste Mal ein Live-Turnier bei Party Poker, was in dieser Form ein Overlay hat. Das war, dass die Party Poker Millions für 1.100 Euro wurden dort 1 Million garantiert. Brauchten 1.000 Spieler, gekommen sind 820 Entries, also ein kleines Stück drunter geblieben. Kein Beinbruch, nicht weiter wild, aber zeigt auch so ein bisschen dieses Party-Poker-Konzept von den Starttagen verteilt, Starttage online und so. Das geht halt nicht immer auf, nur wenn man es so macht. Also da muss man auch ein bisschen mehr dahinter stecken, wobei man auch dazu sagen muss, sie haben die Garantie erst relativ kurzfristig erhöht, das war ursprünglich nur 500.000, das hätten sie erst locker geknackt. 1 Million, ein bisschen draufgezahlt. Jetzt kein Beinbruch. Ich glaube, das kann sich Party Poker leisten. Schönes Ergebnis haben wir mit Eddie Scharf auf Platz 4.
Also, das ist dann auch eine coole Werbung für Party Poker und für Poker. Heute der Tag mit den technischen Problemen, wie es ausschaut, Oh, oder? jetzt ist mir der Computer das zweite Mal abgerauscht, jetzt habe ich einfach mein Telefon. Gut. Meine Meinung nach über das grenznahe Casino ist hinlänglich bekannt, deshalb wollen wir nicht länger drüber reden, deshalb reden wir über was Lustiges. Masse Luske ist neuer Partypoker Pro. Ehrlich jetzt, Masse Luske. Ging es jetzt noch ein bisschen älter? Ja, es ist, ich meine, in der Pressemitteilung wurde davon gesprochen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Und ich glaube, genau das ist es, wenn man Marcel Lusk verpflichtet. Er ist halt ein cooler Pokerspieler, der ist seit Anfang an dabei. Er spricht halt einen gewissen Markt an, den kannst du vor eine Kamera setzen, es ist lustig mit ihm. Warum nicht? Warum ihn nicht verpflichten, wenn er ohnehin schon bei mehreren Turnieren war? Wobei ich halt auch sagen muss, ich verstehe dieses Konzept der Partypoker Pros immer noch nicht so richtig. Also was macht man mit den Spielern, außer dass sie halt in den Turnieren sitzen und man ihnen das Buy-in schenkt. Aber gut, das muss Partypoker wissen und vielleicht haben sie da irgendein Konzept und überraschen uns irgendwann damit, was sie mit ihren ganzen Pros anfangen. Schauen wir mal. So, und bevor mich jetzt dann endgültig die Insekten zerfressen haben, hören wir auf. Bis nächste Woche. Es war super. Ah, Okay, mach's gut, du. Scheiße. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.